So, ich muss einen Umweg finden. Naja, ich nehme einfach den Weg, den ich langlaufen kann. Zum Glück gibt es sowas nicht wirklich erstmal noch. Wer weiß, wie es in ein paar hundert Jahren aussieht, aber nicht jetzt. So. Dass man auf sowas Unwirklichen landen kann, drauf laufen kann. Weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Er zeigt auch nichts an hier. Folgen Sie dem Weg. Finden Sie einen Weg hinter dem Hindernis. Ich bin gut. Ich bin jetzt gerade zurückgelaufen. Jetzt soll eigentlich ein Weg, ja, um das Hindernis zu überwinden, finden und wo laufe ich hin? Ich laufe zurück zum Schiff. Aber man sieht ja auch wirklich herzlich wenig. Hat das Ding eine Taschenlampe? Eine Taschenlampe vor allen Dingen. Kann ich jetzt Menü rein? Nö. Ich laufe jetzt mal ohne das Ding da. Das sind meine lieben Freunde, die nicht in der Lage sind, den Umweg zu laufen. Ja, da kannst du nicht lang. Da könnt ihr nicht lang. Na gut, dass man hier nicht springen kann, ist ja wohl klar. Wenn hier was passiert, ist man am Arsch. Nö, ich finde ja keinen Umweg. Mensch. Also hier finde ich eine Wirklichkeit unbedingt. Da muss ich mich mal kurz selber spoilern. So, mit Ist er Hochklettern geht das. ich sehe mir mal Der an. Typ, der da unten aussieht, als ob er auf Dann Töpfchen warten Sie müsste, eben länger. da geht er mal hin, drückt auf E und dann hilft er euch beim Hochklettern. Aber wo es trotzdem lang geht, weiß ich nicht. Also ich laufe jetzt einfach mal so lang. Verdammt! Los. Hallo. Hallo, alles in Ordnung? Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Passen Sie einfach auf sich auf, verstanden? Ja, pass auf. Ich lauf dich nur. Du musst gucken. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Echt? Dann laufe ich ja in die richtige Richtung.
Nee, das ist eine Höhle. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Breit halten, ich jag das Ding in die Luft. Gut. Was muss ich jetzt machen? Okay. Gut. So kann man es auch machen. Uiuiui, hallo. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Oh, jetzt schlägt es aber aus. Die laufen echt in Zeitlupe. Wow. Das ist wahrscheinlich eine optische Täuschung. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. So. Na komm, mach mal wieder einen Stuhlgang. Und wieder E. Räusper, räusper, und weiter geht das. Ich scheine wahrscheinlich der Chef hier zu sein. Von allen. Und ich glaube, ich habe was gefunden. Und das ist keine natürliche Form hier. Die Frage ist bloß, wie komme ich da hin? Okay, die Frage hat sich auch schon erledigt. So, es geht weiter. Finden Sie den Ursprung des Signals. Welches Signal? Ach, das da. Mit dem Raumanzug kann er nicht rein. Gut, ist so verständlich. Dieses Ding wiegt bestimmt so an die 50 Kilo. Auf der Suche nach dem Flugschreiber, der defekt ist. Nee, das zeigt immer noch nicht an. Was soll ich finden? Folgen Sie dem Signal. Ja, ist okay, ja, klar, weiß ich jetzt auch langsam. Reden Sie als Frack. Ach, da oben ist es. Warum sind die eigentlich nicht näher gelandet? Das wäre ja mal schön gewesen. Dann machen die erstmal noch einen Spaziergang über einen halben Planeten. Und übersehen kann man das Ding ja noch nicht. Hat ja nun schon eine ordentliche Größe. Das Teil. Das Frack. Sag mal, wenn ich mich auseinanderschneiden würde, würde ich auch von innen aussehen? Etwas Großes. Merkwürdige Fragen gratis bei Meyers TV. Das sind wahrscheinlich meine Venen und Arterien. Gut, ich hätte dann drei davon. Und wenn es enger wird, ist das zum Beispiel, könnte das ein Arterienverschluss sein. Zum Beispiel hier, wenn ich hier dreimal ich hier sammeln, dann ist das ein Verschluss. Hier wird es wieder breiter. Hier wurde wieder ein bisschen mehr Fett gefressen. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Ja, die Wäsche mache ich gleich dann. Was ist das? Wow. Ein Cockpit? Dann wäre das ein Schiff. Ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, was? Haben Sie Angst, ich muss mal kurz was machen. So.
Na? Entschuldigung, Kumpel. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow, das ist eine Lebensform. Das war eine Lebensform. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, wie uns jemand zuvorkommt. Johannes Hedora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlow? Ja, ich würde das auch machen wollen. Wie macht ihr das hier? Spuren? Als hätte jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird ihm nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Nostromo. Jemand war schon hier. Vielleicht haben sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns Dankeschön. Waren, warum gibt es dann keine Das hat aber ein paar Versuche gedauert hier. Sind, war es das mit unseren Bergungsrechten? Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Forster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Finden Sie das Notsignal. Hier ist schon mal nichts. Was ist das? So was habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Das steht fest. Lass mich doch mal dahin laufen. Oh, hier ist eine Höhle. Komm ich da rein? Oder ist da wieder irgendwie so ein E versteckt?